Die Frau hüstelte gestelzt und wusste nicht so recht, wo sie ihre Beine parken sollte. Ich ahnte sofort, dass so viel Offenheit an einem Januartag nicht umsonst zu haben war. Ich bin Lola. Darauf wäre ich nie gekommen. Das glaube ich Ihnen gerne. Herr Wolf schickt mich. Darauf wäre ich schon viel eher gekommen. Ich soll Ihnen ausrichten, dass Herr Wolf vorläufig ohne festen Wohnsitz ist, aus Sicherheitsgründen. Hat er sich vor Ihnen in Sicherheit gebracht? Sehe ich so gefährlich aus? Ich weiß nicht, aber ich glaube, meine Brieftasche beginnt schon zu zucken. Nur die Brieftasche? Andere Wertgegenstände besitze ich nicht. Schade, ich habe eine ganze Menge zu bieten. Möchten Sie mal kosten? Ich holte tief Luft und beförderte die Dame an dieselbe. Ich hatte also wieder einmal einen Klienten, der sich rar machte und einen Fall, der meine Nerven überaus intensiv beanspruchte. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue, Ruhe bewahren und an etwas anderes denken. Ich erwachte und frühstückte an der Ecke in einer kleinen Kaffeebar, in der einem der Kaffee in großen Kannen auf den Tisch gestellt wurde und niemand reklamierte, wenn man sich die Kanne noch 2-3 Mal auffüllen ließ. Gestärkt mit einer Überdosis Koffein besuchte ich das Polizeipräsidium. Jede Menge Fingerabdrücke. Man könnte meinen, der Pole habe Fingerabdrücke gesammelt oder sich keine Putzfrau leisten können. Und zu wem gehören die Fingerabdrücke? Das wissen wir noch nicht. Aber wir haben eine kleine Taschenagenda gefunden. Sehen Sie sich mal den Eintrag für gestern an, Maloney. Da steht Hustensaft. Ein Codewort. Es steht da für irgendetwas. Vielleicht für einen Namen. Meine Kollegen und ich haben gestern Abend stundenlang Scrabble gespielt und versucht, aus Hustensaft Namen zu formen. Wissen Sie, was dabei herausgekommen ist? Nicht viel Gescheites, nehme ich an. Über 100 mögliche Namen. Zum Beispiel Fastunest oder Anefstust. Zugegeben, sehr gebräuchliche Namen, stehen sicherlich in jedem Telefonbuch. Meine Kollegen überprüfen das noch. Auch die zweite Eintragung ist interessant. Was denn noch eine Eintragung? Vielleicht Kamillentee? Da steht Wolf, Doppelpunkt, Chips. Tatsächlich. Rätselhaft. Finden Sie nicht auch, Maloney? Aber wir werden die Bedeutung schon herausfinden. Keine Angst. Daran zweifle ich keine Sekunde. In der Wohnung fehlt übrigens nichts. Zumindest sieht es nicht nach einem Raubmord aus. Und die Zeugen behaupten übereinstimmend, den Verdächtigen Nummer 1 schon mehrmals in dem Haus gesehen zu haben. Vermutlich war er in die dubiosen Geschäfte des Polen verwickelt. Seine hilflosen Spekulationen halfen mir auch nicht weiter. Ich ging noch einmal zum Tatort und schaute mich vor, hinter und neben dem Haus ein wenig um. Dabei fiel mir ein Mann auf, der rauchend vor einem Schaufenster stand. Es war der besoffene Kerl aus dem Haus, in das mein Klient mich gelotst hatte. Sie schon wieder? Sie sind doch der Mann von gestern, hä? Huh?